Leute, was geht ab? Hier ist mal wieder euer Nico von Inscope21. Bitte, bitte, bitte. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, liebe Leute. Und heute habe ich ein ganz spezielles Thema für euch am Start. Wie jedes Mal. Heute geht es um Trommelwirbel. Heute geht es um unseren Prinz Markus von Anhalt. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt über unseren guten Prinz Markus von Anhalt. Gucken wir uns doch einfach mal an, wie schon unsere Moderatoren über ihn reden, bevor die Reportage überhaupt beginnt. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen auf Inscope 21TV. Heute handelt es alles von unserem Puffkönig, Prinz Markus von Anhalt. So fängt es schon immer an. Man kommt auf die Reportage drauf und direkt kommt der Reporter mit einem mehr oder weniger... Naja, man meint es natürlich nur als Spaß, aber ich wette, die meinen das ernst. Okay, ich gebe jetzt mal mein Statement dazu ab. Ich habe mir eine kurze Reportage angeguckt, die ging über eine Familie, die ein kleines Tagesbudget hatte und nebenbei im Vergleich Prinz Markus von Anhalt, wie er auf dem Wiesen sein Geld ausgibt und wie die Familie auf dem Wiesen ihr Geld ausgibt. Diese Reportage wird kurz von mir nachgestellt. Viel Spaß, meine Freunde, und wir sehen uns gleich. Guten Tag, Herr Missgeburt. Wie gehen Sie denn mit Ihren Finanzen um? Ja, also meine Familie hat ein Tagesbudget von ca. 100 Euro. Wir sind 7 Leute und ja, wir müssen halt damit klarkommen. Wir können uns halt nicht so viel leisten, aber ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Auch wenn es jetzt nicht so gut für unsere Kinder ist, wenn wir auch hören, dass andere Familien mehr Geld für ihre Kinder ausgeben können, wenn das dann unsere Kinder hören. Dann wollen wir natürlich auch wieder ein bisschen mehr ausgeben, aber das können wir natürlich nicht, weil das Budget macht es einfach nichts mit. Das war ein kurzer Überblick über die Familie. Jetzt wollen wir mal sehen, wie Prinz Markus von Anhalt seine Finanzen für den Abend einberechnet. Was geht ab, Leute? Macht die Party, bringt die Nutten! Wo seid ihr? Bringt noch mehr Champagner! Auf geht's! Prinz Markus von Anhalt, mir gehört die Welt! Ne, mal Leute, mal jetzt mal Klartext zu reden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, rein gesellschaftlich gesehen handelt Prinz Markus von Anhalt eigentlich falsch. Wenn er das richtig machen wollte, müsste er eigentlich so, diese ganzen reichen Leute müssen da ein bisschen einen auf so, du, pass mal auf, du hast nicht so viel Geld, ne, ich bin so wie heißt er nochmal? Robin Hood, Peter Pan will ich schon sagen. Ne, Moment, Robin Hood, Peter Pan? Alter, Peter Pan, Mann, was Robin Hood, Alter, was weiß ich, wer das jetzt nochmal weiß, mir doch scheißegal jetzt. Jedenfalls müssten die einen auf, ja, pass auf, ne, hast du nicht zu viel Geld, ne, ich geb dir ein Stück vom Kuchen ab, ne, hier hast du 500 Euro, kaufst du dir was Schönes, ne, keine Drogen, kein Alkohol, dann passt die Sache, ja. So, so nach dem Motto müssten die eigentlich handeln. Ist natürlich nicht der Fall. Da wird natürlich, das Geld für die eigenen Zwecke und für den eigenen Penis eingesetzt. Einerseits muss man sagen, gesellschaftlich für die Leute, die nicht so viel Geld haben, ist er definitiv ein Arschloch. Ist einfach so, weil er lässt seine Kohle so raushängen, dass die Leute, die nicht so viel Geld haben, einfach nur sagen können, so ein Arschloch. Wir haben im Prinzip nichts und er wirft mit den Budgets umher, von denen wir leben könnten. Davon kauft er sich eine Alkoholflasche. Rein prinzipiell muss ich so sagen, das Leben, das er führt, ist eigentlich richtig geil. Auch wenn man jetzt manchmal sagen muss, ja, er haut die Kohle ein bisschen raus, bringt ein paar dumme Kommentare und ein paar vielleicht, ja, ein bisschen protzige Kommentare. Aber hey, ganz ehrlich, er führt so ein geiles Leben. Ich meine, überlegt euch mal. Der Typ hat mehrere, was weiß ich, wie viele Millionen der hat, ja. Und er kann es einfach rausballern und es geht nicht aus. Es geht nicht aus. Andererseits muss ich wiederum sagen, in manchen Situationen übertreibt er es auch ein bisschen. Wenn er zum Beispiel, was hat er gesagt, ja genau, um glücklich zu sein, braucht er das Geld und die Frauen und die Autos. Und zwar die, wo richtig viel kosten. Da sage ich wiederum, wenn er meint, dass das der Weg von Glücklichkeit ist, bin ich nicht ganz mit einverstanden, weil ich bin auch ein glücklicher Mensch. Ich mache meine YouTube-Videos, ich bin ein richtiger Mongo, habe eine Scheißfrisur. Ich bin trotzdem glücklich, ganz ehrlich. Leute, bringt noch mehr Champagner! So nach dem Motto ungefähr, ja, das ist er. Und wie man sich von den armen Leuten, arm in Anführungszeichen, von der unteren Gesellschaft vorstellt, wie er ist. Leute, bitte bedient euch, kauft euch etwas Schönes. Naja, es gibt dann auch noch so ein Zwischending. Leute, bringt noch eine Champagner hier, kauft ihr was Schönes. Noch eine Champagner, kauft ihr was Schönes. Champagner! Diese drei Stufen von Geldausgabe gibt es. Natürlich, wenn Prinz Markus von Anhalt in den Mediamarkt geht, sich einen neuen Fernseher kauft. Wie viel kostet der Fernseher? 3000 Euro. Leute!
ist natürlich echt lustig, ne? Das ist natürlich richtig lustig. Wenn ich mal überlege, ist das richtig lustig, oder? Also ganz ehrlich, sowas Lustiges habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Für sein Alter hat er natürlich ziemlich junge Apparate am Start. Ob das jetzt am Geld liegt, das weiß man natürlich nicht. Oder? Ich finde es teilweise eben auch ein bisschen lustig, oder halt ein bisschen lächerlich, was Geld eigentlich mit einem Menschen macht. Ich meine, man muss sich überlegen, im Prinzip fühlen die Leute, die mehr Geld haben, sich einfach als etwas Besseres als Leute, die weniger Geld haben. Gut, irgendwo muss man sagen, wo spaltet sich die Gesellschaft? Was das Problem bei der Gesellschaft ist momentan mit Prinz Markus von Anhalt, er bringt im Prinzip durch seine ganze Protzerei und so weiter rüber, dass er im Prinzip, er vermittelt so ein bisschen, dass er so ein bisschen was Besseres ist als ein anderer Mensch. Was er, glaube ich, gar nicht so meint. Er meint wirklich das gut. Ich meine, er ist ja auch immer für seine Fans da und so und macht extra Videos und so weiter und das Ganze mit Facebook und so. Finde ich ja auch super. Aber mit dieser ganzen Geprotze und diesem ganzen Gezeige, was er alles hat und wie toll sein Leben ist und so, kommt es für die Leute, die das sehen, der niedereren Gesellschaft, kommt es so rüber, als ob er sich als etwas Besseres darstellt, als sie es sind. Und das ist eben ein problematischer Fall. Wenn ich so viel Geld hätte, wie würde ich eigentlich handeln, wenn ich so viel Geld hätte? Ich würde auf jeden Fall, würde ich mir geile Karren kaufen, nicht nur eine davon. Ich würde mir geile Häuser kaufen, nicht nur eins davon. Das Einzige, was ich anders machen würde, natürlich, ich würde auch noch weiter meine YouTube-Videos machen und so weiter, an die Öffentlichkeit gehen, Facebook, dies, das, würde Fotos posten und so. Aber das Wichtige gerade in diesen Interviews, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass mein Leben so mega geil ist und so und dass ich, solche Sachen wie, dass er, um glücklich zu sein, dieses Geld braucht, diese Häuser braucht, diese Autos braucht, sowas würde ich zum Beispiel nicht sagen in den Interviews. Schreibt mir nochmal eure Meinung über Prinz Markus von Anhalt unten rein, wie ihr das Ganze seht, und postet das Video irgendwie bei ihm an die Pinnwand. Ich fände es voll cool, wenn ihr das sehen würde. Ja, in diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Bitches, I love you.